Der HomePod ist Apples neueste Produktkategorie, welches nach etwa einem Jahr nun auch endlich mal nach Deutschland geschafft hat. Aber ob dieser Smart Speaker es auch mit einem Amazon Echo oder Google Home aufnehmen kann und ob er mich überzeugt hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also viel Spaß! Klein, rund und schön, das sind die Worte, mit welchen ich den HomePod kurz beschreiben würde. Auf unnötige Elemente wurde verzichtet und die Oberfläche ist nur mit einem weichen Nylonstoff überzogen, welcher sich auch etwas eindrücken lässt. Auf der Oberseite ist dann eine Fläche mit mehreren LEDs, welche eine schöne Animation für Siri darstellen und die Touch-Elemente zum Verändern der Lautstärke, wenn man Musik hört, und das war's eigentlich auch. Okay, ein Stromkabel befindet sich natürlich auf der Rückseite, aber mehr Anschlüsse gibt es nicht. Das Kabel ist nämlich übrigens fest verbaut, aber lässt sich wohl laut einigen Berichten trotzdem wechseln, falls es mal kaputt gehen sollte. Dass das passiert, glaube ich aber nicht, da das Kabel stoffummantelt ist und insgesamt einen sehr robusten Eindruck macht. Aber was genau ist der HomePod denn jetzt eigentlich? Im Grunde genommen handelt es sich ähnlich wie bei dem Amazon Echo oder Google Home um einen smarten Sprachassistenten, nur dass dieser hier eben mit Siri ausgestattet ist. Für mich ist das Fluch und Segen zugleich, denn zum einen funktioniert Siri bei mir immer sehr zuverlässig und auch die Spracherkennung ist sehr gut. Selbst wenn man mal richtig laut Musik hört, versteht der HomePod noch immer den Triggerbefehl und das ist echt beeindruckend. Auf der anderen Seite sind die Funktionen von Siri aber auch sehr begrenzt. Klar, nach dem Wetter oder Terminfragen, einfache Suchanfragen im Internet oder das Steuern von Musik sind überhaupt kein Problem. Im Grunde genommen eben genau das, was Siri auch an allen anderen Geräten kann. Wirklich oft habe ich den HomePod zum Steuern meiner Smart Home Geräte wie zum Beispiel Philips Hue hier in meinem Zimmer verwendet, eben weil ziemlich viele Befehle unterstützt werden und vor allem auch, weil die Zuverlässigkeit im Vergleich zu dem Amazon Echo oder Google Home auch deutlich besser ist. Im Vergleich zu den eben genannten Sprachassistenten muss man aber auch ganz klar sagen, dass man mit Siri die meisten Einschränkungen hat. Schaut man sich beispielsweise den Echo an, kann man dort den Funktionsumfang mit Skills einfach erweitern. Bei Siri gibt es das nicht, aber das, was Siri kann, macht es auf dem HomePod auch sehr zuverlässig. Dann wäre da aber noch eine Sache, in welcher der HomePod den anderen Smart Speakern total überlegen ist, und das ist der Klang. Ganz egal, was ich euch in diesem Video zum Klang erzähle und egal wie eure Erwartungen sind, der Klang ist besser. Für diese Größe hatte ich niemals erwartet, dass ein Lautsprecher so kraftvoll und voluminös klingen kann, ohne dabei feine Details zu vernachlässigen. Hier aber mal ein kleiner Soundvergleich zwischen dem HomePod und meiner stationären 2.1 Soundanlage, welche ich an meinem Schreibtisch installiert habe. Auch wenn der Klang in dem Video durch mein Mikrofon und durch eure Lautsprecher natürlich noch einmal verfälscht wird, wird, denke ich, schon ziemlich klar, dass der HomePod einen ziemlich guten Klang hat. So schön das auch klingt, leider gibt es auch hier einige Einschränkungen. Zum einen gibt es keinen Klinkenanschluss oder ähnliches, also ist man gezwungen, die Musik kabellos zu übertragen, und zum anderen ist man dabei auf AirPlay angewiesen, was zwar gut funktioniert, aber eben ausschließlich mit Apple-Produkten. Wenn ihr also ein Android-Gerät benutzt, dann könnt ihr den HomePod gleich vergessen, weil ihr eben keinen Ton von diesem Gerät auf den HomePod zum Abspielen bekommt, und selbst wenn ihr Spotify unter iOS benutzt, dann ist der Workflow eben nicht so entspannt wie mit Apple Music, das heißt, selbst dann sollte man sich das noch einmal überlegen. Spätestens hier wird deutlich, dass jeder, der nicht im Apple-Ökosystem steckt und nicht ohnehin alles von Apple hat, von diesem HomePod eher Abstand nehmen sollte. Ich selbst merke es im Alltag, zwar habe ich sowohl iOS als auch macOS Geräte, aber mein Daily Driver ist aktuell das OnePlus 6 und damit ist der HomePod einfach nicht kompatibel. Am Ende kann man also ganz klar sagen, dass der HomePod eigentlich ein ziemlich solides Produkt ist, sofern man eben voll im Apple-Ökosystem drin ist. Wenn nicht, dann spart lieber die 349 Euro und kauft euch etwas, was auch mit euren Geräten voll kompatibel ist, denn das Geld ist für einfach nur sinnlos zum Fenster rausgeworfen, zumal 349 Euro eben auch für so einen Lautsprecher eine Menge Geld sind. Falls ihr aber trotzdem Interesse habt, dann findet ihr unten in der Beschreibung natürlich den Kauflink, also schaut dort einfach mal vorbei. Und sonst hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!